Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Endlich zu einer neuen Session von Let's Play Mountain Blade Solo mit Yakinator dem Weisen und Yakinator, also mir. So, und ja, wir gehen einfach mal ins Spiel hinein. Tag 156 erwartet uns inzwischen. Yakinator der Weise immer noch auf dem Posten. Juhu! So, hier ein kleiner Hint, aber wir laden so schnell, da können wir alles gar nicht lesen. Deswegen fangen wir mal mit dem Spiel an. Und ich weiß gar nicht mehr, auch keine Ahnung, ist ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal hier gekämpft habe. Ach, aber endlich sind wir zurück, wieder im guten alten, normalen Mountain Blade. Ja, ich spiele ja parallel im Moment, also ich habe eben gerade eine Session von The Last Days aufgenommen und das hatte ich jetzt eine Woche lang oder so nur gemacht. Nichts anderes, nur The Last Days. Und jetzt ist es schön, hier wieder einen richtig schön vollendeten Mountain Blade endlich wieder zu spielen. Mit Yakinator dem Weisen, unserem mega krassen Einzelkämpfer. Und wenn ich hier auf die Werte gucke, dann freue ich mich einfach. So, und wir machen gleich mal das, was wir letztes Mal vergessen hatten, nämlich aufzuleveln. Das haben wir jetzt nämlich inzwischen geschafft. Und um ein bisschen Geld zu kriegen, würde ich mal sagen, würde ich mal behaupten, können wir mal ein bisschen auf unsere Intelligenz was machen. Jupp. Ach übrigens, ja, genau. Also erstmal werden wir unsere Intelligenz ein bisschen erhöhen. Auf 15 nämlich. Dann haben wir hier zwei Skillpunkte. Einen stecken wir diesmal in Inventory Management. Und den anderen wollen wir den mal in Power Draw stecken. Haha, liebe Leute. Das bringt uns zwar nichts, weil die Bogenschussstärke eh nur bis, ja, was weiß ich nicht, aufgelevelt wird, bis zum vierten Level, glaube ich. Und danach geht es halt wirklich nur noch darum, welche Bögen wir benutzen können und welche nicht. Jetzt kann ich, wenn ich hier Power Draw jetzt 8 mache, dann kann ich, ist der einzige Vorteil, dass ich den 8er Bogen, Level 8 Bogen benutzen kann. Und ich überlege, wollen wir das machen oder wollen wir das nicht machen? Wir können auch hier ein bisschen, ja, was weiß ich, Looting. Hört sich ja nicht schlecht an. Also Looting finde ich immer gut. Looting, das gibt uns immer mehr Zeugs. Ach, wir machen das mal. Zusammen mit Inventory Management auf jeden Fall ein sehr mächtiger Skill. So, First Aid haben wir 3. Okay, aber jetzt mal hier. Weiter geht's. One-Handed Weapons. Da können wir hier noch ein paar raufgeben. So, dann gucken wir uns mal an. Achso, das hatten wir eben gerade. Inventory, was haben wir alles? Ah, eine Plattenpanzerung. Den super, mega großen Helm. Dicke Handschuhe und eiserne Stiefel. Ja, und hier, Heavy Hunter Horst. Ach, ein Heavy Hunter, endlich mal wieder. Ach, naja, das Problem ist, Heavy Hunter Horst, du bist irgendwie, naja, nicht mehr so richtig geeignet für unsere Zwecke. Wir brauchen ein besseres Pferd. 9.391 Dinare haben wir inzwischen. Das heißt, nachdem wir diese Forest Bandits hier kaputt gemacht haben, können wir auch gerne mal nach Praven reiten und gucken, was es da an Pferden für uns gibt. So. Haha. Ein anderer Reisender hier. Aha, lala. Er warnt mich. Das Land könnte etwas gefährlich sein für einen guten Fellow wie mich. Aber für eine kleine Spende wird das Land gleich viel weniger gefährlich, meint er jedenfalls. Und da sage ich gebe dir gar nichts, nur meinen kalten Stahl, den eure Kumpels ja schon zur Genüge kennen. Bloß du anscheinend noch nicht. Und deswegen werden wir dich gleich mal hier um die Ecke bringen. Und zwar mit Pfeil und Bogen erstmal. 34 Pfeilchen haben wir für euch. Wir stellen uns mal hier auf den Bergkamm. Es sind auch Bogenschützen, will ich dazu sagen. Und zapp! Ah, ist das toll. Endlich wieder mit richtiger Bogenstärke kämpfen können. Na, so richtig stark ist der Bogen jetzt auch noch nicht. Ah, doch, jetzt langsam. Jetzt könnten wir auch mal anfangen, die Gegner hier ein bisschen. Oh, und die sind gut. Oh. Die machen hier keine Gefangenen. Die fangen gleich an zu schießen. Und das machen wir natürlich auch. Haha, und inzwischen können wir auf dem Pferd fast schon so genau schießen wie nicht auf dem Pferd. Und die Leute hier aus den Latschen hauen. Zip. Also gerade aus der Nahdistanz geht das schon gut. Muss ich ja immer nochmal betonen. Es lohnt sich wirklich hier in den Bogenskill was zu investieren. Aber langsam ist uns das mal ein bisschen genug hier und wir reiten mal in die Bogenschützen hinein. Nahkampf ist angesagt und Horst, du altes, schnelles Pferd, bist auf jeden Fall eine große Hilfe hier. Zap und zap und. Ah, dich kriegen wir nicht mehr.
Da müssen wir noch ein bisschen an unseren Lanzen runter Machfähigkeiten feilen. Und dich hauen wir bewusstlos und... Ach, ich krieg euch alle. Ihr wisst ja. Ah, und da freue ich mich richtig dolle. Denn wie lange habe ich das nicht mehr gemacht? Ja, ja, bei The Last Days sind wir immer mit einer Armee rumgerannt, mit einem langsamen Pferd oder gar keinem Pferd teilweise. Weil es doch ganz schön schwierig war. Denn was ich herausgefunden habe, wenn man zu Anfang des Spiels kein Pferd hat, ist man erstmal ausgeschmissen. Dann ist es viel schwieriger. Wenn man mit einem Pferd anfängt, aufgrund des Charakters, ist es viel leichter, wenn man am Anfang ein bisschen konzentriert ist. Und ja, hui! Siegesflug! Ah, ist das toll. So. Nichts passiert, Yakinato der Weise, alles in Ordnung. Und wir nehmen hier ganz schön viel Zeugs mit. Oh, gut, oh, gute Beute, liebe Leute. So, das können wir liegen lassen. Jetzt haben wir hier, oh, jetzt ist unser Inventory auf jeden Fall auch ein bisschen größer. Haha, und wir kriegen halt mehr Zeugs. Ah, und unsere Schnelligkeit erfreut mich auch. Und endlich kann man auch wieder hier ganz normal über Calradia rüber gucken. Es ist nicht mehr so verpeilt wie bei der Herr der Ringe-Mod. Und mal rinnen hier nach Praven und wir schleichen uns in die Stadt und natürlich schaffen wir es auch. Und dann geht's mal los. Wir verkaufen mal den ganzen Plunder, den wir hier angehäuft haben. Dum, 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 dum. 529 Dinare. Okay, was geht so pferdemäßig? Ei, das ist natürlich toll. Ein Spirited Charger. Ei, 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 da kräuseln sich mir die Nackenhaare auf. So ein Spirited Charger ist auf jeden Fall was ganz, ganz Tolles. Da haben wir einen Spirited Hunter, der ist auch nicht schlecht. Ein Charger, ein Heavy Warhorse. Heavy Warhorse. Charger, Heavy Warhorse. Charger, Heavy Warhorse. Charger. Ein Heavy Warhorse ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Die sind halt ein bisschen schneller als die Charger. Ach, jetzt wäre ich wieder ganz andächtig. Soll ich mir mal einen Heavy Warhorse holen? Ich glaube, so eins hatte ich noch nicht. Ich hatte Hans den Heavy Charger und jetzt habe ich noch einen Heavy Warhorse, was ich mir hier holen möchte. Es ist halt ein bisschen manövrierfähiger. Dafür ist der Charge nicht ganz so hoch. Ja, vielleicht kommen wir auch mal auf einen Spirited Warhorse drauf. Also, ich werde mal sehen. Wir gucken mal, was da kommt. Aha, aha, die anderen Pferde sind mir alle ein bisschen zu leicht. Okay, super. So, dann rüstungsmäßig. Battered Great Helmet. Nö, das ist mir alles nichts. Da haben wir schon sehr gute Sachen dabei. Waffen. Warbow. Power Draw 4 ist das. Das ist nämlich. Jetzt können wir Power Draw 8 vielleicht machen oder so. Nee, haben wir ja nicht gemacht. Aber Power Draw 7 auf jeden Fall. Da gibt es schon mächtige Bögen. Chipped Sword of War? Ne, wir haben ja unser Tempered Sword of War. Damit bin ich auch hochzufrieden. Ah, das ist die Standardwaffe bei mir. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. So, sind wir das erstmal alles losgeworden. Und jetzt würde ich mal sagen, gucken wir mal. Very poor. Ach, das hatten wir doch. Déjà vu. Ja, ja, vor einiger Zeit haben wir das schon mal gemacht. Kann ja sein, dass sich da inzwischen was geändert hat hier bei den Dingern. Armeere. Very poor. Alles schön ausgeplündert. Chipchin, Chipton, Chipbin. Auch very poor. Uns gehen die Dörfer aus, liebe Leute. Uns gehen die Dörfer aus. Dann gucken wir mal. Noma. Average. Gut. Also, heißt es für Yakinato den Weisen, ab nach Noma. Ist in der Nähe von Caradan Castle. Schauen wir gleich mal. Ansonsten, was haben wir hier? Herringoth Castle. Ah, eine Karawane. Ha, eine Rollock-Karawane. So, wir gucken mal. Crossbowman und Crossbowman und Caravan Guards. Sind Caravan Guards etwa die Reiter? Oh, wenn das Reiter sind, ja, was machen wir denn da am besten? Was machen wir? 18 Bogenschützen, so wie ich gesehen habe. Gute Frage, Leute. Oh, ich glaube, wir machen das erstmal so. Und überfallen, wollen wir das wirklich machen im Gebirge? Ich glaube, die haben sich hier einen guten Fleck ausgesucht. Ach, wir machen es einfach mal. Komm her, los. Gold und Valuables. Of course I'm robbing you. Na, gib mir deine Goods hier und los geht's. Und 5 Ansehen verloren bei den Roddocks. Wunderbar. Und
Tatsache, das sind alles Pferde. Das heißt, ja, wir werden viel Spaß haben. Vor allen Dingen in dieser gebirgigen Umgebung. Oh, und 10 Damage. Was für ein toller Schuss. Ja. Jetzt wäre es natürlich sinnvoll gewesen, wieder Horst mitzunehmen. Eieieiei. Das sind immer so diese kleinen Verpeiltheiten. Aber jetzt geht's erstmal lustig ins Geplänkel hinein. Werden wir es mit dieser ganzen Armee aufnehmen können? 2 haben wir schon. Noch, was weiß ich, 38 to go oder so. Und das waren dann wirklich nur die Pferde. So, deswegen. Wir werden uns mal dem Schwerthandwerk zuwenden. Und ein bisschen Schaden verursachen. So, und dann mal hier rein und da rein. Einfach mal die ganze blöde Schlachtformation ein bisschen aufgeweicht. So, und dann kommt mal hier, ihr blöden Armbrustschützen. Ihr seid mein Verderben, wenn ich nicht aufpasse. Ansonsten, bisher sieht es ganz gut aus. Hält sich das hier alles in Grenzen. Mit dem Aufwand und mit dem Stress. Obwohl, ich sag mal so, ein bisschen Stress ist natürlich immer dabei. Und gerade in solchen Situationen... Hilfe! Jetzt müssen wir uns hier mal so richtig rauspacken. Und, wir versuchen uns mal hier rauszuhalten. Und ja, Licht am Ende des Tunnels. Leider sind wir fast tot. Das war jetzt doch ein bisschen arg dumm, dass wir da wirklich in diese Traube, gegen den Baum oder was auch immer das war, Strauch gerannt sind. Deswegen gehen wir jetzt weiter erstmal. Wir schnetzeln Pferde, bis es nicht mehr geht. Bis wir tot am Boden liegen. Man hat aber auch gesehen, unsere Panzerung ist schon ganz gut. Ist natürlich blöde, dass wir jetzt wirklich hier so wieder kalt erwischt wurden. Ungefähr einen Hitpoint haben wir noch. Mal sehen, wie lange wir damit durchhalten können. Ich schätze mal nicht sehr, sehr lange. Ja, liebe Leute, andächtige Stille, ihr könnt mal zugucken, wie das so ist, mit einem Hitpoint hier durch die Gegner zu reiten und ein paar Leute kaputt zu machen. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht, deswegen genießt es. Ah, und jetzt ist es vorbei, würde ich mal sagen. Jawohl! Das wusste ich, wenn man stehen bleibt, ist man tot. Schade, schade, schade. Was habe ich jetzt alles verloren? 861 Dinare erstmal. Ach... Naja, 861 Dinare. Aber wir haben Glück. Wir werden direkt dorthin gebracht, wo wir hinwollen. Nämlich dahin. So. Und ich hoffe, wir haben jetzt nichts verloren. Lalala, Inventory, was sagst du? So, wir tauschen aus. Ich hoffe, wir haben jetzt wieder 100 Lebenspunkte. 99. Das heißt, wir rächen uns umgehend an dieser Karawane. So. Und... Gold und Lebensmittel. Hand over your goods. So, charge the enemy. 101. Ja, wir werden noch begleitet von ein paar Kumpels hier. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und wenn wir diese Karawane geschafft haben, dann fangen wir an mit dem Dörfer ausrauben und mit dem Metzeln und was weiß ich nicht. Schnetzeln meinetwegen auch noch. So, Lanze, wo bist du? So, diesmal wieder mal der typische Flankenangriff. Und dann schön im Kreis herum. Das ist gar nicht dumm. Ob mit Pferd oder mit Schwert oder mit Lanze. Ist alles egal. Au! Na. Was ist jetzt mit meiner Maus los hier? Keine Ahnung. Das war gerade ein bisschen verpeilt alles. Dafür geht es jetzt umso flockiger. Yo! Und yo! Und die Pferde jaulen alle auf. Die haben gar keinen Kopf hier von. Mir kaputt gemacht zu werden, werden aber trotzdem kaputt gemacht. Und du noch! Oh. Und ich muss auch sagen, Reiten und sowas, das geht hier alles ein bisschen flüssiger als in der 0.808er Version, habe ich das Gefühl. Jetzt habe ich ja den direkten Vergleich und kann mal sagen, ja, das ist gut oder das ist nicht gut. Ein paar Konzepte bei der Herr der Ringe Mod fand ich eigentlich auch nicht schlecht.